Diese DM hier habe ich übrigens von Dalien mal von Dalien geschenkt bekommen. Und du schenkst sie einfach weiter. Und wenn ich das Dalien erzähle, dann gnadet dir Gott. Weiß, was ist das Sternschau drin? Das stand ja auch da, du Dämlack. So, jetzt sollten wir uns aber auf den Weg nach Engine City machen. Wo die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge stattfindet. Ja, ich wäre doch schon lange dort, wenn du mir nicht auf den Sack gehen würdest. Wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's! Kleiner Spoiler, wir werden nicht so weit kommen. Also wir werden schon mit dem Zug fahren können. Nur wir werden inzwischen halt vor der Naturzone machen. Macht ja Sinn, wa? So, ich will erstmal Sternschau. Ich hab noch einmal Sternschau meinem Filio beibringen, sofern das denn funktioniert. Weil mit Kratzer arbeite ich einfach ungern. Kratzer ist einfach nur eine schwache Attacke, die braucht kein Mensch. Sternschau ist da schon wesentlich. Ist ja schon ein bisschen fortgeschrittener. So. Ich überlege gerade. Moment, ihr beiden. Hallo Mama. Hallo Mama von Hopp. Hallo Mama. Hallo Mama. Warum bist du nicht so hübsch wie ich? Mom? Was machst du denn hier? Also ich will dich aufhalten, weil sie weiß ganz genau, was du für ein Schwachkopf bist. Als du Memmin von Dalien geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolika hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir euch für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Yeah, ich kann Camping machen. Das könnte natürlich sein. Das ist einfach. Das Problem ist, den Vater kennt, lernt man ja hier in dem Spiel nicht kennen. Den kennt man ja in dem Sinne nicht. Wir kennen die Mutter und halt unseren Protagonisten. Und wir kennen die Mutter von unserem Rivalen. Wir kennen unseren Rivalen und in dem Fall kennen wir noch den Bruder unseres Rivalen. Wir kennen aber nicht den Vater. Es gibt nie einen Vater. Also fast nie einen Vater. Da könnte man das vielleicht vergleichen. Ja, wäre auch mal interessant, wenn man von einem Vater begrüßt werden würde. Na gut, theoretisch gesehen gibt es ja einen Vater, weil wenn du als Junge spielst, dann wird dir ja gesagt, du sollst den Sack, den Beutel von deinem Vater nehmen. Oder den Rucksack von deinem Vater nehmen, oder was weiß ich. Irgend sowas war da, glaube ich. Mit eurem Partner gewonnen an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Ich sowieso nicht. Gibt da andere, die da Angst haben sollten. Junger Mann in Blau. Gut, die Haarfarbe haben wir geerbt. Von der Mama. Danke, Mom. Freue ich schon mal auf den Tag, an dem ich der nächste Champ werde. Hatten wir das nicht vorhin schon mal geklärt, Hopp. Aber gut, träum du weiter. Dann sind deine Kinder bald beide echte Champs. Stell dir das mal vor. Das gab's noch nie. Das wird's auch, würde ich sagen, nie geben, mein lieber Hopp. Aber gut. Wie gesagt, träum weiter. Wenn du das sagst, Hopp, dann kann ich euch nur noch eine gute Reise wünschen. Nehmen Sie den lieber wieder mit nach Hause. Das wird sonst die schrecklichste Reise, die ich je erlebt habe. Macht euch einen Sohn. Bis bald, Mom. Bis bald, Mama. Bis bald, Mama.
ändert, je nachdem, wie man sich selbst gestaltet hat. Okay? Ich habe jetzt nicht wirklich drauf geachtet, deswegen kann ich da noch nicht viel zu sagen, ob das sich ändert, je nachdem, ob du nur die Blonde nimmst am Anfang oder die andere, nimmst. Aber jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémon. Dann würde ich an deiner Stelle mal lieber in Deckung gehen. Weil dann hast du definitiv ein Problem. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's so richtig los. Wie oft geht's denn bei dir los, ey? Alle halbe Stunde geht's bei dir los. Oder redest du von was ganz anderem, vom Losgehen? Komm, brechen wir auf, Christine. Ich wäre schon lange in Engine City, wenn du mich die ganze Zeit aufhalten würdest. Wie gesagt, weiß es nicht. In Sonnenkern ein starkes Pokémon, das stimmt wohl. Rund um Engine City erstreckt sich die Naturzone. Wusstest du das? Die Naturzone ist total cool. Da streifen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend. Yeah. Komm hoch. Außerdem kann man da auch campen und angeln und total aufregend. Campen? Campen? Ihr wisst aber schon, dass Campen ein absolutes No-Go ist. In Videospielen. Was ist los, Lexi? Jetzt sei doch mal ruhig. Junge Dame. Willst du, dass ich dich in den Stream einlade? Egal. Nee, das will ich nicht. Entschuldigung. Sie sind doch der Bahnhofsvorsteher, oder? Nein, es ist der Türsteher, der dich rausschmeißen will. Natürlich ist das der Bahnhofsvorsteher. Wir wollten eigentlich nach Angel City. Warum halten wir jetzt am Naturzone-Bahnhof? Damit du dumme Fragen stellen kannst. Tut mir leid, Junge. Eine Herde Wolli blockiert gerade die Gleise. Hier ist also erstmal Endstation. Ihr lasst euch von ein paar blöden Schafen aufhalten. Das ist ja typisch Deutsche Bahn. Ich glaube, den Witz bringe ich, glaube ich, nicht. Den hat schon Domtendo gebracht. Ja, das wäre geklaut. Verstehe. Glück im Unglück, würde ich sagen. Was heißt hier Glück im Unglück? Jetzt müssen wir laufen. Glück im Unglück. Engagiert doch einfach irgendeinen idiotischen Trainer, der die scheiß Wollis dort weggeholt. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Du weißt, was das heißt, Christine. Oder Christine? Was, wie, wo, wovon redest du? Genau! Wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier! Dir ist aber schon bewusst, dass du ohne Orden kein Pokémon über 20 fangen kannst. Junge, geh mir nicht auf den Nerv. Ihr könnt jederzeit nach Brassbury zurückkehren. Zurück, wenn ihr wollt. Aber die Strecke nach Engine City bleibt wohl bis aufs Weitere gesperrt. Weil da ein blödes Schaf auf der Schiene steht. Wir können die armen Pokémon schließlich nicht einfach so gegen ihren Willen verscheuchen. Ihr wisst aber schon, dass Schafe normalerweise nichts auf dem Bahnhof zu suchen haben. Zumindest nicht auf den Gleisen. Heißt, demnach müsst ihr eure Arbeit machen und die Schafe da wenigstens außerhalb des Bahnhofs führen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ihr müsst ja nicht hingehen und die verkloppen und in die nächste Ecke schmeißen, nur damit ihr nicht weiterfahren könnt. Aber was weiß denn ich schon? Hallo? Je weiter du in die Naturzone vordringst, desto stärker werden die Pokémon, denen du begegnest. Wenn du im Kampf Schwierigkeiten hast, benutze einfach eine Pokémon-Puppe. Eine Pokepuppe. Hey, danke für 5 Pokepuppen. Pokepuppen. Wollt ihr auch mal Puppen spielen? Yeah! Daran nichts dazu.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Egal wie stark ein Pokémon ist, wenn du bei der Rare-Challenge immer weiter Fortschritte machst, Orden sammelst, wirst du es irgendwann fangen können. Naja, ist mir schon bewusst. Nein, ich möchte nicht mit dem Zug fahren. Ich möchte Zug fahren. Ich möchte etwas kaufen. Ah, ich habe eigentlich genug. Aber ich könnte mir Leber kaufen, warte mal. Erstmal, euch was zum Verkaufen. Nee. Eher nicht. Was sagt die Uhrzeit? 1:30. Gut. Geht eigentlich. Wenn ich daraus halbe Stunde Parts schneiden möchte, dann muss ich ein bisschen mehr streamen sozusagen. Naja, ist ja egal. Wir werden schon hinkriegen. So, willkommen in der Naturzone. Bin ja mal gespannt. Na? Bis jetzt scheint ja alles noch normal zu sein. Na, hallo. Ich will deine Pokémon wieder fit machen. Was wollen denn ja alle meine Pokémon fit machen? Aber von mir aus machen. Wenn es dir Spaß macht, mach. Ja, nehme ich deine Pokémon für einen kurzen Moment in meine Obhut. Wobei ich mich immer wieder frage, wie macht die das? Die nimmt meine Pokémon und heilt sie. Wüsste ich gerne, wie sie das macht. Und vor allem in der ganz kurzen Zeit. Das möchte ich gerne mal wissen. Warum steht sie wieder hier? Ja, draußen sind nicht raus oder was? Hätte vielleicht in Edge City sein können. Schau mal! Ja, wir werden bei Gelegenheit auch Raids machen in dem Livestream. Alles okay. Aber vorerst nicht. Aber Raids werden definitiv auch kommen in dem Livestreams. Definitiv. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Engine City. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie gesagt, auf jeden Fall wird es auch Raids geben. Weil ich will definitiv auch den einen oder anderen Dings farmen. Also diese Level-Bonbons, wie die heißen. Ein ganz schönes Stück bis dahin. Dann du hättest Schlange da sein können, wie gesagt. Aber du stehst hier und wartest, bis ich irgendwann mal kann ich nicht machen. Ist doch ein ganz schönes Stück. Du wartest, bis ich irgendwann mal die irgendwann aus dem Arsch gekommen bin und mir gesagt habe, okay, jetzt gehe ich weiter. Da bleibst du dort stehen. Wie viele Pokémon wird wir wohl wohl entdecken werden, bevor wir die Stadt erreicht haben? Wir die Stadt erreichen. Also ich werde jetzt definitiv nicht mitzählen. Hey, da ist ja Sania. Ach, hat dich der hier in Ruhe gelassen? Hast du es hierher geschafft noch? Und wie war's? Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Ja, sie ist wahrscheinlich in euer Zimmer gekommen und hat da gesehen, was ihr da getrieben habt, ihr kleinen Ferkelchen. Egal. Nimm dir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Tatendrang gehen sie auf Reisen. Und was stellst du mit deinem Leben an? Ich füge mit dem Champion. Ich gehe der Legende von Galar auf den Grund. Ja, irgendwie müssen wir ja.
Egal. Ganz schön streng. Das hat die Professorin gesagt. Ja, ganz schön streng ist das. Wow, ganz schön streng. Ja. Aber macht euch deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das stimmt, das ist dein Problem. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht, ob deine Großmutter dir vorschreibt, was du zu tun und zu lassen hast. Ich meine, du kannst doch nach Ancient City gehen und auf den Straßenstrich gehen. Das kannst du auch machen. Es gibt ordentlich Kohle. Das Pokémon, dem ihr im Wald begegnet seid, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Bist du dir sicher, dass es das Pokémon ist, was dir nicht mehr aus dem Kopf geht? Wenigstens an. Ja, Dania, Gummi ist wichtig. Und ich rede nicht von Kaugummi, sondern gewissen anderen Gummis. Egal. Ich könnte versuchen, die Sache ein wenig auf der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Ja, gut, tu das. Da hast du vielleicht mal was anderes zu tun, als nur dich mit Daddy abzugeben. Aber ich glaube, über die Geschichten, da rede ich immer mit Voldi. Voldi hat da ein bisschen mehr zu erzählen. Hashtag Oma weiß Bescheid. Ja, Oma weiß halt, wie das geht. Die weiß halt, wenn ich keine Kinder haben will, dann habe ich was zu tun. Habe ich was dafür zu tun. Oma ist halt erfahren. Das ist die Erfahrung. Die ist Professorin. Die ist schlau. Die ist erfahren. Vielleicht sieht mich ja Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Was denkst du, was denn? Das interessiert deine Oma einen Scheiß. Da kannst du 30 Teesorten anbringen, die würden sich freuen. Als Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wie es aussieht. Ja, das ist nicht ganz unrecht. Da gebe ich dir ausnahmsweise recht. Als Erwachsener hat man es nicht leicht. Das ist wahr. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. Mach ich auch nicht. Das interessiert mich doch nicht, was du mit deinem Leben anstellst. Das ist mir doch relativ egal. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Ja. Hättest du Dale mitgebracht, hättest du an der frischen Luft auch gewisse andere Sachen machen. Egal. Wäre die Oma wahrscheinlich auch nicht auf den Sack gegangen. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder zu angeln und zu campen. Ach so, mit denen ist es vorbei. Jetzt angelst du dir andere Leute, andere Typen. Ach so, ja, man muss ja seinen Horizont erweitern, wa? So, ich grase jetzt erstmal diese rot leuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Du grast? Okay, ich wusste nicht, dass du eine Kuh bist. Ja. Vielleicht trifft sie auf Noctis. Ja, das ist ja die Idee. Dann kann sie sich ja richtig hochschlagen. Egal. Ein weiteres Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Ach, jetzt fängt er an zu grasen. Okay. Jetzt wird er zur Kuh. Jetzt fängt er an zu grasen. Ich verstehe. Soll ich deine Legende auch aufschreiben, Hopp? Damit wir sie nicht vergessen. Verliert zweimal gegen den zukünftigen Champ. In der Tourzone fängt er an zu grasen. Ich hoffe, Hopp weiß, warum er sich da einlässt. Er fängt doch nur an zu grasen, ne? Deine Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon deine maximieren. Gießt das nicht? Ja, du mich auch. In der Naturzone findest du hier und da Stellen, an denen ein rotes Licht aus dem Boden dringt. Lesen. Dort halten sich Dynamax-Pokémon auf. Daumen hoch.
Aber bevor du deine Nase in eins dieser Löcher steckst, solltest du dir absolut sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. Ich stecke da ins Loch gerade nicht. Ich stecke garantiert nicht in diese Löcher meine Nase rein. Da stecke ich andere. Egal. Ich muss mir den Mund auswaschen. Aber im Löcherstopfen bist du ja der Experte, wa? So, und zum Abschluss bekommst du jetzt noch was Tolles von mir geschenkt. Das kriegst du. Eine Pokémon-Box. Ich dachte schon, jetzt schenkt sie mir ein paar Kondome. Da habe ich natürlich nicht wirklich gedacht. Ja, jederzeit möglich. Ja, ich kann jederzeit Pokémon wechseln. Ich weiß. Schon klar. Das ist eine Pokémon-Box. Damit kannst du Pokémon lagern, die bei Bedarf wieder in dein Team aufnehmen und sie bei Bedarf wieder in dein Team aufnehmen. Praktisch, oder? Praktisch, oder? Ja. Ich mag dieses Prinzip auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall angenehmer zu spielen dann. Also früher im ersten Pokémon Center zurückrennen, um dort mein Team zu wechseln, das war schon sehr, sehr anstrengend. Na, die sollte sich aber bei ihren Aktivitäten lieber selber behalten. Na, das ist wohl wahr. Die Kondome sollte sie lieber selber behalten. Wie gesagt, sie hatte bestimmt das ein oder andere Loch zu stopfen. Oder was gestopft werden soll. Aber jetzt ab in die Naturzone mit dir. Das Abenteuer ruft. Also ich höre es nicht. Nee, ich höre kein Abenteuer rufen. Ich höre nur irgendwelche notgeilen Stricher, die nach Sanya rufen. Scheinen dich ja schon zu kennen. So. Ja, ist gut. Das ist ein Aufstieg. Von der Assistentin der Professorin zur Nutte. Das ist ein Aufstieg. Die hat definitiv was in ihrem Leben erreicht. Ich rede gerade auch nochmal die. Bei Vadrini war es ja so. Da wickelt sich, glaube ich, nur das Weibchen. Und das Weibchen ist so selten, dass du schon die Flaschen umschmeißt. Das war auch dämlich. Ich muss mal probieren. Sternschauer. Käferbiss. Moment mal was. Ja, Käfertag waren sehr wichtig. Da war ja was. Da war ja was, ich erinnere mich. Ich würde machen eine Käferattacke gegen. Ja. Eine Unlichtattacke. Ein rotes Dreieck auf der Stirn. Und ja, es ist verdammt selten. Ja, ich erinnere mich noch an eine. Ich wollte bei Dribi ja mal in meiner Diamante oder was Perl. Auf jeden Fall, in der vierten Gen, wo ich zusammen mit DS gespielt habe, wollte ich ja bei Dribi haben, weil ich ja wusste, dass es sich in diese Biene verwandelt, entwickelt. Naja. Die Suche war sehr anstrengend. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ah, das ist auch ein Männchen. Ein rotes Dreieck auf der Stirn, oder mal. Das ist auch ein Männchen, ne?
Aber ich werde mich jetzt nicht so groß umsehen. Dann kommt raus. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie interessant ist, wenn ich hier die ganze Zeit rumlaufe und irgendwelche Pokémon bekämpfe. Vielleicht, wenn ich die Gelegenheit habe und irgendwann mal nicht gerade im Stream bin oder so, dann werde ich vielleicht, mich vielleicht mal auf die Suche nach einem weiblichen Madrivi begeben. Ich meine, hier fliegen ja relativ viele rum. Theoretisch gesehen ist ja die Möglichkeit da, dass es relativ bei Zeit da sein könnte. Aber ich weiß es nicht. Vogelhieb. Also, das war doch quasi perfekt. Warte, ich gucke mir das mal an, ne? Warte mal. Wenn man jemanden hat, der nebenher mal googeln kann. Aber hier, was ist denn hier? Du hast mein Foto kommentiert. Bitte nicht mein Foto, sondern halt das, was ich geteilt habe. Du hast drauf reagiert, okay. Okay. Ich sehe schon. Ich sehe schon noch, was ich Ausschau halten muss. Okay. Aber kann man das an der. Sag mal, kann man das eigentlich in der Overworld sehen? Ich weiß es ehrlich gesagt. Oh, guck mal. Da war was. Guck mal. Da. Du kannst in der Overworld sehen. Wenn das so stimmt. Ich habe mich gerade gefragt, sieht man das überhaupt in der Overworld? Oder muss ich mir jedes Jahr Vertrieb einzeln ansehen vorher? Das ist ja schon fast perfekt. Das ging ja fix. Und es wird definitiv auch in die Attacke überleben, das weiß ich. Diese aber nicht. Naja, gut. Aber wie gesagt, ich weiß schon mal, dass man das in der Overworld sieht, weil ich weiß, dass man Shiny in der Overworld nicht sieht. Also wenn man ja handelt. Aber die Unterschiede zwischen männlich und weiblich sieht man, das ist schon mal schön. Du bist auch noch ein Weibchen. Und ich will gerade, nee, Flottbälle hatte ich hier nicht. Die hatte ich ja bloß, weil die Flottbälle gibt es ja bloß in der Download-Version. Wenn man die Download-Version kauft, kriegt man ja die Flottbälle, diese 10 oder so. Habe ich ja in dem Fall ja nicht. Also. Das fandest du bei Let's Go sogar, ja, das glaube ich dir sogar. Ist irgendwas anderes, was ist das? Hier ist drin Werbung für das Mauzi, die lief drin. Mehr aber nicht. Also quasi die Flottbälle sind quasi nur ein Zusatz gewesen, wenn man die Download-Version gekauft hat. Aber gut, das ist ja nicht so wild. Flottbälle kann ich sowieso irgendwann auch kaufen, das ist nicht das Problem. Oh, das ist sogar Level 10! Eine Güte! Das ist ja richtig gut. Das passt ja direkt in mein Team rein. Doch, Mauzi macht sich gleich wieder tot. Versuch's mir, man kann es relativ. Ich muss ja sagen, ich hab's relativ schnell gefunden. Eier und immer noch nichts. Das langsam ist es verhext. Ich meine, du nutzt ja schon die Masuda-Methode. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit, wie ich gestern so ein Video gesehen habe, ist ja die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 600 noch was. Und ich weiß nicht, einen Schillerpin hast du ja auch noch. Ich weiß nicht, ob der Schillerpin da nochmal extra irgendwas drauf rechnet, sage ich jetzt mal. Wie ist halt nur, dass du mit der Masuda-Methode hast du halt eben
schon eine 1 zu 600 noch was Chance. Und dass du bei nach 1090 immer noch keinen Shiny hast, das ist dann schon... Langsam ist es verhext.